gleich wieder dazu. Also ja. Gerade da gerade das Spiel. Sind wir wieder zurück. Ich baue mal meine Fertigkeiten so lange ein bisschen auf. Aua, das ist eine gute Idee. Komm hier, Leta. Sehr gut. So. Willst du das echt die 10 Kilometer mit dem Auto fahren, oder? Ich sitze zwar erstmal nur drin. Achso, ich wollte gerade sagen. Wie willst du das sonst machen? Jetzt ist ja hier kein Heli oder sondern ja. Ich trete gerade bei. Kaffee? Wo willst du Kaffee? Bei mir. In der Zeit, wo das Spiel jetzt lädt, gibt es Kaffee. 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 Kaffee kann man nie genug von haben. Ja, ohne Kaffee geht auch gar nicht. Also wenn es gerade nicht regnen würde, wäre das hier eigentlich sogar eine richtig geile Aussicht. Ihr da. Können wir dann ich loslegen? Ich sitze drin. Jawohl. Dann geht es jetzt weiter. Oh Gott, Katzen. Okay, ich kann euch nicht irgendwie nochmal zusätzlich einen Trupp einladen, weil er euch nicht. Ah, jetzt zeigt es euch an. Ein Trupp. Oh, okay. Da unten kommt ganz schön viel Unidat, ne? Ja, da bin ich nämlich deswegen auch den Berg hoch. Das war mit der Hauptgrund. So. Sind wir um die Unidad herum, nicht wahr? Ja. Aber da kommt halt die nächsten Reinis. Ja, aber die normalen sehen uns ja nicht so schnell wie die Unidad. Was machen die hier? Mhm, aha. Gut. Einfach mal über den Lamborghini drüber fahren, kann man ja mal so machen. Mensch, hier sind aber viele Gegner momentan unterwegs. Na, da kam einiges gerade. Ja, aber haben wir alles schon wieder abgehängt. Na, gut. Markus, kannst du da bitte deine Hand wegnehmen? Dankeschön. Okay. Das ist ja schon verfahren. Lenkt dich meine Anwesenheit so ab. Noch 7 Kilometer. Flaschen Bier an der Wand, 100 so, Flaschen Bier, eine Flasche von der Wand, 99 Flaschen Bier an der Wand,
Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USBVs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Die Bodenwelle habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. So. Ich habe mein Headset übrigens mal stumm geschaltet eine Weile, weil ich gerade nebenbei noch Chips am Essen bin. Und das müssen wir nicht in der Aufnahme hören. Passiert ja gerade eh nicht viel. Hä? Chips kommt nicht ganz so gut, ne? Ja, das sind diese Donuts. Diese Karamell-Donuts, weißt du? Nee, kann ich nicht. Hm. Ich sag jetzt keine Marke. Aber Donuts, Donuts, die man Chips Donuts, nennt. Okay. Nee, Donuts, Erden des Karamell-Style, süß und salzig. Diese Marke mit dem grün-roten Logo. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aufnahme zu. Sind aber lecker. Ich esse Chili-Mango. Chili-Mangos? Hm? Oh Gott. Dann musst du halt beim nächsten Mal einfach in die Aufnahme Dauerwerbesendung einblenden. Dann geht das. Eieieiei. Der Fußgänger hat ja nichts getan. Das war ein Motorradfahrer und der ist mir reingefahren. Achso, Motorradfahrer ist in Ordnung. GTA-Krankheit. Lass doch die Motorradfahrer vorne auf die Haube nehmen. Eieiei, habt ihr das gut, Kid? Hier so rasant gefahren, dass ich gar nicht gesehen habe, dass es da gar nicht lang geht. Alter! Da stellen da Felsen einfach mitten in den Weg, ey. Das sind aber auch manchmal echt ein paar Straßen, hier muss man schon mal sagen. Also nehmen das mal nicht Straßen, aber. Was erwartest du wie an einem Land wie Südamerika bei einem Kontinent? Ich glaube so, die Straßen sehen alle so aus dort. Zumindest größtenteils. Ey, ich glaube, das ist die, die wir ganz am Anfang des Spiels lang gefahren sind. Ach, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, ja, hier sind wir durch den Fluss. Mit dem Jeep damals, wo wir angefangen haben. Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Schon so lange her, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen mittlerweile sind. Irgendwie um die 40? Also ich bin, glaube ich, bei 23 oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich vermute um die 40 rum. Irgendwo zwischen 30 und 40. Keine Ahnung. Haben es ja gleich geschafft. Ja, Gott sei Dank. Hm. Da springt schon was aus dem Kofferraum. Yep. Ist oben. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos.
Die Frage ist, wie viele sind das? Ah, drei sind das, okay. Ach, da, nee, also noch mehr. Nee, ich bin rechts an den kleinen kleinen. An den kleinen Fleck gegangen. Ich hab Nummer 10. Weiß ich, wo wir sind. Wir wollen was machen. What the fuck? Ich vertraue nicht alle irgendwie drauf. Ihr schießt wohl schon. Am Geschütz. Ich hab nur kurz. Ich hab nur kurz geschossen. Auf meine Gegner hier. Bei euch bin ich noch nicht dran. Ich habe diesen kleinen Außenposten mitgenommen. Der Akku ist leer. Von der Drohne. So, ich mach mal hier oben den anderen Geschützturm weg. Ach, den wollte ich mir gerade holen. Hier oben ist einer. Noch einer weg. So, nehmen wir den mal mit. Und jetzt komme ich zu euch. Ha, den habe ich auch weg. Okay. Da hinten ist noch ein Geschützturm. Mal gucken, ob ich den auch kriegen kann. Aber den sehe ich nicht richtig. Den hat aber einer verfehlt, wa? Ja, ich war das. Hast du nicht gewartet, hä? Ja, der ist in dem Moment, wo ich stand kurz und dann war ich drauf ziehen und dann ist er in dem Moment wieder weggegangen. Jetzt, oh, Alter. Hoch, nee, ne? Tschüss. Da vor uns Gefangene. Der lebt noch, Alter. Ich bin gerade voll in die Brust geschossen. Alter. Also manche von denen stecken schon echt unrealistisch viel ein. Ich habe Rebellen freigelassen, wir haben ein bisschen Unterstützung. Er braucht einen Leichensack. Ich bin auch nicht, wie dieser Sack war. Oh, ich liege in der Nähe vom Auto. Aber okay, das geht nicht. Okay, ich versuch's, aber das ist schwer. Ihr habt mir das echt schwer gemacht jetzt. Was denn?
Da ist ein blutiges Kontakt. Irgendeiner von euch hat auf den gelben Lamborghini geschossen, den wir stehlen sollten. Okay. Der qualmt schon schwarz. Verdammt heiße Kiste. Ich habe das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, oder? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Hast du denn schon? Was noch? Klimaanlage. Hä? Hast du denn schon? Ja, ich bin schon lange weg. Aber ich muss halt wirklich aufpassen, hier nicht irgendwo gegenzufahren, weil der halt schon so beschädigt ist, weil irgendeiner drauf geschossen hat. Lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Sehr schön. Wir checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Nomad, wir wissen endlich, wo Judy und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens. Also wenn ihr irgendwie an Heli rankommt, wäre nett, wenn ihr mich abholen würdet. Sie sind in einer Jagd. Ne. Angeblich führen sie da auch ihre... Ich bin ja nur gut 2,2 Kilometer weg. Kannst du Fuß laufen? Ja, ne, aber mein Heli in der Nähe ist nicht. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Hier sind sämtliche Fahrzeuge, aber kein Heli. Wo ist Heiz hier denn? Na, na klar, direkt rechts neben euch, wenn du auf der Karte guckst. Ja, aber so weit, so nah ist er nicht. Mal eben. Schauen wir mal eben. Jetzt ich das Moped hin, unten. Ich fahr das Motorrad. Raus aus dem Auto, Bruder. Ach, wartet, ich kann auch einfach. Du kannst wohl gerade sagen. Du kannst eigentlich auch zu uns beijoinen. Weil wir jetzt mit dem. Wir wollten mit dem Auto kommen. Ich komme jetzt also gerade zu euch gesprungen. Ach, okay, dann. Wenn ich jetzt mal nicht weiter zum Hügel komme, dann wieder zurück. Wäre halt nur irgendwie stylischer gewesen, wenn man es auf normale Art gemacht hätte. Überhaupt nicht. So, kein Break.